Marco, da du wahrscheinlich etwas mehr Ahnung von The Elder Scrolls Lore hast, wollte ich mal fragen, ob du mir erklären kannst, wer Mundus war. Der hat doch das Loch in den Himmel gerissen, das die Sonne ist, und somit die Verbindung zwischen Nirn und Aetherius geschaffen. Das war nicht Mundus. Mundus ist keine Person. Das war, wie heißt er? Magnus. Magnus, genau. Habt ihr die Gerüchte über Helseth gehört? Der hat praktisch, nachdem. Für jemanden, der Morrowind Lore gar nicht kennt, hört sich das alles an, als wäre ich ja auf Droge. Es gab da diesen Lorkhan und der hat praktisch die Ebene der Sterblichen erschaffen. Teilweise, ohne dass die anderen Götter oder göttlichen Existenzen, sage ich mal, davon etwas gewusst hätten. Anders gesagt, er hat sie übers Ohr gehauen. Und die, die hier geblieben sind, sind praktisch machtlos geworden. Als diese sterbliche Ebene erschaffen wurde. Einige wollten das nicht, einige wollten ihre Macht, ihre Ewigkeit, ihre Göttlichkeit, wenn man das will, nicht verlieren und sind dabei geflohen. Und einer dieser Leute, die geflohen sind, nach Aetherius, war Magnus. Und der hat praktisch in diesen Himmel, den wir dort sehen, in diese Barriere zwischen der Welt der Sterblichen und Seht euch diesen Aetherius Ort an. Ist es hier nicht großartig? eine klaffende Wunde gerissen. Und das soll angeblich die Sonne sein. Ist natürlich genauso wie alles im Elder Scrolls-Universum erstmal nur Legende. Ich meine, dass es Magie und Daedra gibt, das wissen wir. Dass es die Göttlichen gibt, dafür haben wir keinerlei Beweis. Zumindest bezüglich Magnus und so weiter. Aber ja, genau. Was war die Frage nochmal? Der hat das Loch in die so hier rein in den Himmel gerissen, wenn man so will. Und die Sterne sollen angeblich weitere kleine Löcher sein. Warte, ich schlaf mal bis Nacht. All diese Sterne sind keine Habt ihr die wirklichen Gerüchte über Sterne. Helseth Zumindest der Legende nach, sondern kleinere Löcher in nach Aetherius in dieser Ebene der Götter. Ziemlich coole Idee. Ziemlich coole Interpretation des Nachthimmels, wie sie alte Völker ja häufig hatten, auch in der echten Welt. Ein großer Fokus darauf, was da im Himmel los ist. Irgendwelche Himmelskörper kannten sie besser als die Frage, wie man Feuer anzündet. Ja, diese Welt, dass sie für ein Game erschaffen wurde, ist einfach nur super, super. Wir suchen, nochmal zur Erinnerung, einen Informanten für König Helsed hier im Tempel. Wir sollen jemanden suchen, der unzufrieden ist. Und ich habe noch in Erinnerung, dass das. Oh, übrigens, das ist eigentlich ein total wichtiger Ort. Was mache ich hier? Dieses Tor, oder dieses, warte mal, dieses Tor, dahinter soll Almalexia sein, Die also die Gerechtigkeit Göttin selbst. schläft nie. Es ist nur auf Vertraut den ausdrücklichen. Göttern und der Justiz. Halt die Klappe, Mann. Nochmal den Text. Es ist nur auf ausdrücklichen Wunsch der Göttin Almalexia gestattet, die Hochkapelle zu betreten. Genau. Wir gehen in die Krankenstube, wir suchen einen Informanten. Wir haben nicht mal die Hälfte von dieser Welt gesehen, das stimmt. Tretet aus den Schatten im Namen der Geister. Hallo, Galsa Andrano. Sag mal, was hältst du eigentlich von den abtrünnigen Priestern? Wundert mich, dass ich sie das fragen kann. Okay. Ich habe gehört, es gibt da eine Unzufriedenheit im Tempel. Ich bin ein getreuer Gläubiger, aber Almalexia gibt mir ein ungutes Gefühl. Okay, sie glaubt also an die Macht des Tribunals dieser drei Götter und so weiter. Aber trotzdem ein ungutes Gefühl. Die letzten 50 Jahre ist das Tribunal nicht mehr unter uns gewandert und hat uns weder zugehört noch zu uns gesprochen. Das hat mich beunruhigt und mich traurig gemacht.
Ließen uns unsere Götter im Stich? Wurden sie schwach? Aber seit Almalexia nun wieder unter uns ist, sind meine Sorgen größer, nicht geringer geworden. Ihr Antlitz leuchtet vor Hoffnung und Macht, aber ihre Worte erscheinen dunkel und bitter. Genau, kurz nochmal zur Erinnerung, wir haben ja die Hauptstory von Morrowind bisher gespielt schon, das ist also kein Spoiler. Wir haben herausgefunden, warum das Tribunal in den letzten 50 Jahren seine Macht eher nicht so präsentiert hat und nicht unter dem Volk gewandelt ist, denn das Tribunal hatte ja eine Machtquelle. Vivek, Almalexia und Sotasil mussten regelmäßig zum Herz von Lorkhan im Roten Berg, um ihre Macht aufzufüllen. Und seit 50 Jahren etwa, sind es nicht eigentlich 200 Jahre? Da bin ich jetzt überfragt. Wurde die Machtquelle praktisch in Beschlag genommen von Dagoth Ur, von Lord Worin Dagoth, der sich selbst mit diesem Herzen stärker gemacht hat und das Tribunal praktisch von seiner Machtquelle abgeschnitten hat. Deshalb haben sie dann einen Geisterwall gebaut und so weiter. Also das ist im Prinzip das, was sie hier beschreibt. Und jetzt ist mal Almalexia, zeigt sich wieder, aber ihre Worte erscheinen dunkel und bitter. Geduldig und mitfühlend zuhören. Oder ich erwähne Meramilo und die abtrünnigen Priester. Das kann ich nur, weil ich die Hauptquest schon gespielt habe. Ich höre erst mal zu. Almalexias Kanzelworte sind voller Mitgefühl, Verständnis, Weisheit und Gläubigkeit. Aber neuerdings befassen ihre Predigten sich immer mehr mit der Vernichtung der Sünder, der Bestrafung der Törichten und der Belohnung der Gläubigen, der folgsamen Blindlingsgläubigen. Ja, dies sind schwierige Zeiten und in schwierigen Zeiten müssen wir hart sein, um zu überleben. Mein schwindender Glaube lässt mich erschauern, aber die Gottheit, die ich einst so sehr liebte, jagt mir nun Angst und Schrecken ein. Ich frage mal nach dem Tempel und König Helset. Was? Warum fragt ihr mich das? Das ist ein Irrtum. Ihr seid nicht von hier und man teilt seine Zweifel nicht mit Fremden. Das ist schlecht. Was passiert, wenn ich Meramilo und die abtrünnigen Priester erwähne? Ihr seid ein Freund Meramilos? Zur Erinnerung, Meramilo war eine Priesterin im Tempel und war Informantin für uns in der Hauptquest von Morrowind. Dann werde ich offen reden. Helset hat König Letan ermordet und die Krone an sich gerissen. Es ist egal, dass König Letan ein Tölpel war. Er war unser Tölpel. Solange der Marionettenkönig ein Scherz war, konnten wir lachen und ihn ignorieren. Helset ist kein Tölpel und niemandem ist zum Lachen zumute. Wenn Helset tatsächlich versucht, sich zum König zu krönen, dann spüren Almalexia und der Tempel, ihn zu zerstören. Das ist nämlich der eigentliche Punkt. Der frühere König Letan war im Grunde genommen nur eine schöne Marionette des Tempels. So ein Marionettenkönig, eingesetzt vom Kaiser, zerstört vom Tempel, wenn man so will. Und jetzt droht hier ein König an die Macht zu kommen, der ernsthaft etwas ausrichten könnte. Zum einen gegen den korrupten Tempel, zum anderen kommt er nur an die Macht, weil er selbst wahrscheinlich jemanden auf dem Gewissen hat. Das ist echt nicht schwarz und weiß, wer hier der Böse ist und wer nicht. Quartiere der Wachen. Da will ich eigentlich nicht hin, ich will zum Empfangsbereich. Ja? Ja? Wer hat das gerade gesagt? Ach, der Typ. So, Auftrag erledigt. Der Tempel hasst den König und die schwört. Die Neuen und das Kaiserreich. Die Neuen und das Kaiserreich. Kannst du auch was anderes sagen? Nee, kann er nicht. Okay. Ja, der Tempel schwört im Grunde genommen. Der Tempel wird ein Problem für Helset.
Galsa Andrano sagt, was sie meint und klingt euren Berichten nach aufrichtig. Ihr seid gut mit ihr umgegangen. Yay! Ich habe sie auch nicht kaputt gemacht. Mm-mm. Der Tempel scheint einzusehen, dass König Helset nicht damit zufrieden ist, eine Marionette zu sein, wie König Lethan. Und Pläne gegen uns schmiedet. Übersetzungsfehler, das ergibt keinen Sinn. Sehr gute Arbeit, Marco. Der König wird von euren treuen Diensten hören. Und nun könnt ihr uns bei einer anderen Angelegenheit helfen. König Helset sorgt sich, dass es Verräter unter den Wachen geben könnte. Verräter unter den Wachen? Ich habe viele der Wachen des früheren Königs, sicherlich waren die unterwandert vom Tempel, durch zuverlässigere Männer ersetzt. Doch auf einige erfahrene Wachen konnte ich nicht verzichten. Ich bin aber nicht sicher, auf welcher Seite sie stehen. Ich werde so tun, als wolltet ihr der königlichen Wache beitreten. So habt ihr einen Vorwand, mit den Wachen zu sprechen und sie auszuhorchen. Wenn ihr irgendwelche Anzeichen von Verrat oder Untreue entdeckt, erstattet mir Bericht. Unternehmt selbst nichts. Ich werde über das weitere Vorgehen entscheiden. Nach einzelnen Wachen erkundigen? Es ist euer Urteilsvermögen, das ich auf die Probe stelle, nicht meins. Sprecht selbst mit ihnen, zieht eure eigenen Schlüsse. Okay, er ist angepisst. Ich hatte übrigens in Erinnerung, dass man für diese Quest die Rüstung der Königswachen bekommt. Ich meine, das ist eine ganz eigene Rüstung und so. Und ich muss sagen, sie sieht cool aus. Auf jeden Fall. Nur anscheinend bekommt man die dafür doch nicht. Okay, das Overlay verdeckt das Tagebuch ein bisschen. Ich denke, es ist nicht so schlimm. Okay, wir suchen praktisch, wir wollen auftrünnige Wachen suchen. Am besten gehen wir dafür, denke ich mal, der Logik halber, in die Quartiere der Wache. Ach ja, einige von euch haben vielleicht den Namen... Hat dieses Weib schon wieder meine Hosen gestärkt? Einige von euch haben vielleicht aus Skyrim, Oblivion oder Morrowind schon mal oder Daggerfall schon mal den Namen Barentia gehört. Barentia ist die Mutter von König Helset. Von genau dem König, für den wir gerade arbeiten und der leider bisher nicht im Thronsaal war. So. Kaiser, König und... Ich habe da übrigens was verwechselt, das hier sind natürlich keine Königswachen. Das ist das Büro der Kaiserlichen Legion, wenn man so will. Die Gerechtigkeit schläft nie. Was könnte ich denn fragen? Genau, zu Barentia gab es eine ganze Buchreihe und sie kommt im Buch 2920 oder so, das letzte Jahr der ersten Ära, ebenfalls vor. Die Gerechtigkeit schläft. Und um ganz ehrlich zu sein, bin ich gerade relativ verwirrt. Die Gerechtigkeit. Wir suchen auf jeden Fall Wachen mit Namen, mit eigenem Namen. Die Gerechtigkeit. Boah, ich weiß, dass die Gerechtigkeit nie schläft. Wie will die Gerechtigkeit auch schlafen, wenn du dauernd laberst? Genau, die wahre Barentia, so hieß die Buchreihe. Ich hatte es total vergessen. Ein Band hat wohl so 60 Seiten von die wahre Barentia, okay. Kaiser, dann war das für Morrowind-Verhältnisse richtig, richtig umfangreich. Ruhm und Ehre für Kaiser. Okay, erstmal zurück zum Empfangsbereich. Die Gerechtigkeit. Ich gehe mal zurück zum Auftraggeber, weil ich weiß gerade gar nicht so wirklich, welche Dialogoption ich drücken könnte.
Verräter unter den Wachen. Im Grunde genommen fragen wir genau das. Karot schweigt, das tut er immer. Drusus gratus. Königliche Wache beitreten. Mein Vater hatte die Ehre, König Helset. Ach so, wir tun jetzt so, als würden wir beitreten wollen. Die Gerechtigkeit schläft nie. Mein Vater hatte die Ehre, König Helset und Königin Barentia in Wegesruh zu dienen. Wegesruh ist eine Stadt, in die kann man in Daggerfall. Ist eine der drei wichtigsten Städte im Spiel. Elder Scrolls 2 Daggerfall. Meine Familie dient der Königin schon seit drei Generationen. Ich weiß nicht, welche Qualifikation ihr besitzt, aber Tienos Dilithantian muss mit euch zufrieden gewesen sein, sonst würden wir uns nicht unterhalten. Eure Verbindung zu Haus Lalo erwähnen, was soll das für eine Verbindung sein? König Lethan? Es gehört sich nicht schlecht, über die Toten zu reden. Okay, du hättest also was Schlechtes über Lethan zu sagen. Das ist schon interessant, weil dann können wir dich so ein bisschen ausschließen. Ja, okay. Und König Helset? Der Typ ist treu. Es ist auch irgendwie unwahrscheinlich, dass es eine von diesen Wachen ist. Okay. König Lethan war eine Marionette, kein König. König Helset ist ein wahrer König. Ich bin gern auf der Seite des Siegers und König Helset erscheint mir wie ein Sieger. Klingt aufrichtig. Ja, ich habe ihn jetzt mal nach König Helset gefragt. Es ist eine Ehre, es ist mir eine Ehre, König Helset und Königin Marentia zu dienen. Wirklich, genau, das ist es, eine Ehre. Das klingt nicht sehr aufrichtig und guck mal, der Typ facepalmt sogar. Also, okay, ich würde sagen, wir haben unseren Verräter, oder? Kann man direkt mal hier hingehen. Folgendes. Ivolen Irano hat also eine auswendig gelernte und wenig überzeugend klingende Rede über König Helset gehalten. Nun, Ivolen Irano ist nicht sehr gescheit. Das heißt nicht unbedingt, dass er ein Verräter ist. Doch verfolgt es weiter, da könnte mehr dahinter stecken. Seid gegrüßt, Sera. Okay. Er ist also bisher der Interessanteste. Wie sieht's aus mit König Lethan? Man hört immer wieder, der alte König Lethan sei ein Narr gewesen. Ich finde, die Leute sollten mit dem Geschwätz aufhören. Mag sein, dass er ein Narr war, aber viele Leute sind Narren. Vielleicht war er als König wirklich viel am Platz, aber war nun einmal König, also stellt man einem Knaben mit etwas mehr Respekt. Also sollte man dem alten Knaben mit etwas mehr Respekt begegnen. Okay. Über Helset kannst du mir nichts mehr sagen. Oh, meine Verbindung zu Haus Lalo. Da meint er, ich soll das nicht Tienos Dilithantian sagen, sondern nur Aleri Aren. Aleri Aren ist ein Name, der plötzlich fällt. Das ist durchaus von Interesse. Aleri Aren. Seid gegrüßt, Sera. Kann ich dich nach Aleri Aren befragen? Nein. Das heißt, die müssen wir suchen. Aren. Keine Ahnung, wo ich den oder die finden soll. Die Gemächer vom König sind natürlich verschlossen.
Legionsdepot ist schon mal falsch, zumindest denke ich das. Gramfeste Stadt des Aliriaren. Manchmal, also es gibt einzelne Quests, da wünschte ich mir einen Questmarker. Für König und Kaiser. Ich sag's mal so, auf dem Hof wird Kaiser, er nicht sein. König und Gerechtigkeit. Und TCL, denn du stehst im Weg. So. Hallo. Befindet sich hier ein gewisser Aleri Rahlen. Oder Aren. Keine Ahnung mehr, wie er heißt. Die Gerechtigkeit schläft nie. Gramfeste, Stadt des Lichts, Stadt der Magie. Das weiß ich doch. Hier vielleicht? Die Gerechtigkeit schläft nie. Ich glaube wirklich nicht, dass er auf dem Hof ist. Mich wundert halt vor allem, dass der Typ mir nicht gesagt hat, wo der Kerl ist. Ich schaue wirklich mal auf dem Hof. Entschuldigt, ich war gerade in Gedanken. Natürlich ist er hier nicht. Ja? Keller? Nee, er ist auch kein Kellerkind. Oh Gott. Ja. Was immer ihr wünscht. Morrowind ist doch immer gleich. Man sucht immer irgendetwas und dann findet man es irgendwann. Wachquartiere, danke schön für diesen Hinweis. Ich werde mich da mal umsehen, wenn ich die wieder finde. Ich glaube aber, die waren nicht hier in die Richtung. Ne, warte. Die waren nicht hier in die Richtung. Wahrscheinlich Garnisons-Dingsbums. Ne, hier. Legionsdepot. Quartiere der Wache sind dort. So. So kommen die 20 Stunden Spielzeit zusammen. Was wollt ihr von mir? Da ist sie doch. Aleri Aren. Ich hätte nicht erwartet, den Nerevarine hier in Gramfest anzutreffen. Ich bin schon mein ganzes Leben lang Mitglied der königlichen Wache. Wie auch meine Mutter und deren Mutter zuvor. Viele Jahre habe ich König Lethan gedient und nun werde ich König Helset dienen. Lang lebe der König und lang lebe der Kaiser. Es geht mich natürlich nichts an, aber warum wollt ihr eine Wache werden? So wie er aussieht, seid ihr als Abenteurer doch ganz gut zurechtgekommen. Was hat er? Ivulen Irano hat euch gesagt, dass ihr mich über eure Beziehung zum Haus Lalo unterrichten sollt und dass ihr Tienos Dilithian nichts davon sagen sollt? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Seid ihr sicher, dass ihr euch nicht verhört habt? Er ist nicht gerade der Hellste. Mitunter redet er konfus. Ich würde mir darüber keine Gedanken machen. Sobald ich dazu komme, werde ich mit Ivulen Irano sprechen. Ich bin mir sicher, dass es ganz einfach ein Missverständnis ist. Irgendwas verbirgst du doch. Kann ich vielleicht mit mehr Beliebtheit was erreichen? Ich meine, wir haben sowieso praktisch unendlich Geld. Testen kann man es also. Nee, okay.
Ich würde allerdings sagen, bevor wir unserem Auftraggeber davon erzählen, von dem, was wir gerade rausgefunden haben, die Gerechtigkeit, machen wir eine kurze Pause. Bis gleich, liebe Leute. Lol.